Hallo ihr Lieben, jetzt in Part 8 von Dishonored, The Knife of Dunwill, DLC. Okay, ich habe jetzt wieder einige Tage Aufnahmepause machen müssen, weil ich doch jetzt kopftechnisch gerade etwas mit anderen Themen natürlich auch festhänge, ne? Halt gutes altes Thema Weiterbildung, ne? Kennt ihr vielleicht auch. Ja, ich muss jetzt nicht sagen, zu was, ne? Auf alle Fälle ist es nicht einfach. Das wird noch eine Übung, ne? Aber gut. Warte, Moment, ich muss mal schnell mit meinem Kopfhörer mal schnell was schauen. Moment. Der spinnt gerade ein bisschen. So, jetzt da. Ja, jetzt lesen wir mal das vor hier. Die Enteignung. Delia malte einst Porträts für Justiziar Arnold Temesch. Einen korrupten Edelmann, ja, das sind sie ja hier alle in Dishonored, der mit juristischen Kunstgriffen Familien enteignet, ein nettes Früchtchen, und deren Anwesen für den Lordregenten beansprucht, indem er sie fälschlicherweise als Seuchenopfer bezichtigt. Ja. Justiziar Temesch Nichte, Talia, hasst ihn. Ja, kann ich mir vorstellen. Sie hat dir versprochen, für einen gewissen Preis bei der Suche nach Delia zu helfen. Triff dich mit Talia, um herauszufinden, was sie weiß. Okay. Was haben wir denn hier? Ach ja, wir haben hier das Ding hier ausgeschaltet, oder? So viel ich weiß. Und sie ist... wo ist sie? Da hinten. Okay. Lass mal ein bisschen umschauen. Ist da irgendwas? Schauen wir mal ein bisschen um. Kommen wir hier irgendwo hoch oder so? Schau dir mal das Licht an, ist doch geil, oder? Da ist nichts, das ist alles zu. Okay. Schaut euch die Häuser an. Geil. Ja, da haben sie schon nochmal einen Zahn zugelegt, die Macher. Kommen wir da oben hoch? Schon wieder die gleiche Frage. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Übrigens komme ich hier hoch. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Da komme ich hoch? Okay. Schon mal nicht schlecht. Da rennt so ein Spacko rum. Wo gehst denn du hin? Hättest du Lust, auch von uns gewürgt zu werden? Vielleicht? Kuschel! Ja. Ach so. Hier hoch. Schnarch nicht so laut, das stört. Stört meine Greise. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Darauf, komm. Das ging doch zuerst auch. Oh, komm hier. So, hier. Komm. Ach komm. Das nicht, meine Güte. Komm, ich möchte ihn hier hochbringen hier. Nee. Ach Mann. Das ist immer was. Ich verstehe immer nicht, warum manche Sachen dann einfach nicht gehen. Das ist nicht nur so in Dishonored so. Da geht es mir in anderen Fällen auch so. So, nein. Ja gut. Ja, dann machen wir uns hier jetzt keinen Kopf. Dann legen wir den Spacko hier hinter. Ne? Da irgendwo. Dahinter. So, hier. Mach's dir gemütlich. Ja, wir müssen ja immer noch darüber. Was, oder? Terror Close. Rune. Was? Das sind die Rune? Ja, die Rune war da vorne. Ja. Rune. Komm, ich hoffe, dass ich da nochmal hinkomme. Oh, da vorne sind noch welche. Jetzt geht's wieder. Scheinbar kann der gute alte Daud zusammen mit einem Opfer nicht unbedingt irgendwelche Dinger erklimmen. Was bewacht ihr hier eigentlich? Bloß mal so als Frage. Komm ich da hoch? Komm ich hier hoch? Nee.
Moment mal. Ja, muss ich hier überhaupt drüber? Traversglas. Tja. Tja, Daud. Hast du eine Idee? Könnten wir denn hier hochkommen? Das ist dir wieder zu weit, ne? Da bringst du deinen Arsch wieder nicht hoch. Ach, den habe ich gesehen. Hör auf, sag mal, was sind denn das für neue Sitten? Das ist natürlich nicht gut. Hä? Wenn sie mal hä machen. Ja, war nur der Wind. Du hast gepfurzt wahrscheinlich. Also das ist scheinbar nicht so gesund, wenn wir hier rüber gehen. So. Tja. Da oben lauf, geht das? Ich möchte halt immer gern lieber oben herum. Weil sich das irgendwie mal ein bisschen besser ausnimmt, finde ich. Es ist also, die Frage ist immer, ob das hier nur über den direkten Weg geht. Jetzt gehe ich mal hier runter nochmal. Donk. Ja, hör mal auf zu schleichen. Dann sind wir wieder schneller. Rune. Rune, Rune, Rune. Da unten wäre eine Rune, Baby. Wo geht's da hin? Warum auch immer wir gespeichert werden, was ist das hier? Ja, so brauche ich nicht. Die Rune wäre da. Jetzt holen wir uns erstmal diese Rune doch, ne? In Ermangelung anderer Ideen. Ich komme da jetzt schon durch, oder? Weil ich habe ja das ausgeschaltet. Thronerbin Emily Caldwin wird noch immer vermisst. Wo ist die Rune? Wer über Hinweise verfügt, die zu ihrer Entdeckung führen, kann mit einer hohen Belohnung rechnen. Wo bist du? Rune. Da unten irgendwo. Irgendwo da unten. Also im Wasser. Komme ich dann da wieder hoch? Das ist die Frage. Rune. Ach, da. Da bist du. So, und was ist das hier? Das ist eine Notiz. Wie gewünscht. Danke. Ja. Jetzt müsstest du dann wieder hier hoch, ne? Würdest du hier hochgehen vielleicht? So. Hoppala. Ja, die liegen hier auch noch rum. Die sind, glaube ich, unsere Opfer, ne? Dieser Bezirk wurde abgeriegelt. Alle unautorisierten Personen, die sich hier aufhalten... Für was brauchen wir eigentlich die Dinger? ...und werden mit dem Tod bestraft. Das wäre mal die große Frage, ne? Was wir die Dinger eigentlich brauchen. Hey! Was soll das denn? Haben wir das Ding nicht umprogrammiert? Moment mal. Hä? Moment mal. Deaktiviert, genau. Achso, das war der Alarm. Und das Ding? Das haben wir doch auch gemacht, oder? 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 Oder etwa nicht? Schließen. Komisch, ne? Komisch. Naja. Ja, dann schauen wir mal hier. Manchmal bin ich ein klein wenig verwirrt. Ne? Aber das bin ich auch im richtigen Leben. Spuck's aus, kleines reiches Gehör. Was weißt du? Sie haben die falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja? Wo wohnst du? Bestimmt in der fetten Villa. So, bitteschön. Du bist wahrscheinlich die Dame, die wir suchen. Ich hab doch gesagt, dass er kommt. Schnapp den Jungs! Na los! Moment mal, was habe ich denn für euch? Hoppala. In Juni. Und da ist auch noch einer. So. So, bist du die Talia? Okay, red mal. Lass dich mal anschauen. Okay. Was? Was denn? Sieh an. Der Meisterassassine. Was ist das?
Sie wollen also wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen. Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon und werde Sie für Ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Gut, dass ich vor meinem Onkel mit Ihnen gesprochen habe. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß, wenn die Tat vollbracht ist. Okay. Sympathisch bist ja du mir auch nicht. Nur so als, Und was waren jetzt das für Typen? Was seid ihr für welche? Talias Leibwache. Mitglied der Hutmacher. Mitglied der Hutmacher, okay. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich hier auch so vorgehe, wie in dem Hauptspiel. Dass ich weitestgehend versuche, hier untödlich vorzugehen. Das hat folgenden Grund, weil ich gerne wissen möchte, ob die Geschichte dann, die Geschichte vorsieht, was mit dem Daud eigentlich passiert. Wir haben ihn ja fallen lassen im Hauptspiel, ne? Und dann war da Matschke. Ja, aber es würde mich einfach interessieren, weil sein Schicksal, wie ja der Outsider gesagt hat, wäre ja eigentlich schon besiegelt. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man an einen Mörder wirklich begnadigt oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, man hätte zwar in dem Hauptspiel ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach zu gehen und ihn eben leben zu lassen. Also deshalb, ja, es wird interessant, ne? Auf jeden. Schauen wir uns so ein bisschen hier um, was wir hier noch alles finden könnten. Was ist da drin? Ach, wisst ihr was? Ich räume jetzt mal die Herrschaften hier noch ein bisschen auf. Ne? Wie sieht denn das aus? In diesem formschönen Hinterhof hier. Ah, da haben wir da gleich rein. Genau, bitteschön. So, was sind denn... Aber Hutmacher, die haben wir ja jetzt bisher noch nicht gehabt, gell, in dem Spiel. Also, schon ein bisschen interessant. Hier, tut kuscheln, ihr zwei Hübschen. So, weil wir sind ja hier nicht in Alice in Wunderland, ne? Weil, wegen die Hutmacher und so. Ah, da ist noch einer. Komm her. Und erkennbar sind sie wahrscheinlich gegenüber den Schlägern an den Hüten, ne? Schätzungsweise. Das würde ja eine gewisse Logik haben. Ja, da kommt man darüber. Okay. Was ist jetzt das hier? Das ist was? Justizbezirk. Mhm. Also irgendwo dieses eklige Herz vom Outsider fehlt mir ein klein wenig, dass man halt hier die ganzen Sachen vielleicht noch besser sieht oder so, ne? Ah, das habe ich schon geschaut. Okay. Ja, Justizbezirk. Ja. So, gehen wir jetzt mal hier rüber. Komme ich hier hin? So, hoppala. Das sieht ja schon sehr nach Eingang aus. Aber... Au, au, das kenne ich noch vom Hauptspiel. Das ist nicht so toll. Ja, Moment mal, mit was habe ich das jetzt immer platt gemacht? Oh, ich habe ja gar keine Bolzen mehr, das ist ja scheiße. Machen wir es mal. Ist zwar ein bisschen laut vielleicht. Geh mal ein bisschen weg. So, hier. Nee, geht das nicht? Komm her. Oh. Gerade mal so. Was ist das hier? So. Das können wir auch gebrauchen. Gut, dass ich mich an dem Scheiß noch erinnern habe können. Das ist ja bei mir auch nicht selbstverständlich. So. Ja. Dann habe ich das hier entschärft. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich hier überhaupt keine Bolzen mehr habe. Ne? Nein. Okay. Ach,
das für Herrschaften? Der brunst hier hin? Okay. Muss man ganz ordinär ausdrücken. 3. Oh Mann, ich habe noch Betäubungspulsen. Okay. Schauen wir mal. Das ist was zum Rauchen oder Essen? Verschwinde, Idiot! Nehmen sich auch schon wieder lieb. Jetzt machen wir mal Folgendes. Machen wir mal Speicherwitch. Weil ich sehe mich da schon etwas scheitern. Vielleicht schaffen wir es, sie einzeln abzupflücken, ohne dass ich jetzt hier die Betäubungspulsen verschwenderischerweise alle verwende. Einmal. Hilf mir mal jemand. Das wäre natürlich jetzt gut, wenn ich hier ganz kurz hoch könnte. Ah, komm. Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ach, Freunde, können wir nicht drüber reden. So, gehen wir mal hier hoch. Hilf mir mal jemand. Na los, verheizen euch, Mutter aus ihm. Schauen wir mal, ob ich hier vielleicht stehen kann und das abwarten kann. Schauen wir mal, ob sie sich wieder beruhigen. Wenn jemand einen Spaß mit mir macht, ich gebe auf, lass den abhauen. Okay. Ich weiß, dass du hier bist. So schlüpfrig wie ein Hexenfischgedärm. Ja. Nur eine Frage der Zeit, Freundchen. Oh oh. Kommt der rein? Aha! Na los, holen wir Komm uns her. Diesen... Oh. So. Tschüssen. So. Ja, diesen Alarm auslösen war natürlich nicht toll. Was ist denn hier? Keine Sorge, ich krieg dich schon. Mal hier zu. Ja, das war jetzt nicht so, aber jetzt, ich würde sagen, es ist noch im Rahmen. Ne? Was ist hier? Nix. Machen wir auf. Ja. Irgendwer ist da noch. Und da unten ist noch ein Brot. Irgendwie. So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Irgendwie da durch. Also ich bin jetzt von daher gekommen, sozusagen. Ne? Wo bist du? Ach man, Dann bist du ja. Ach, Mensch. Ach, na, pass auf. Jetzt machen wir es doch nochmal. Das war jetzt mir doch ein bisschen zu unelegant. Sorry. Das ist ja mein Hobby hier, nochmal alles nochmal neu zu machen. Aber manchmal ist es vom Timing her einfach nicht so optimal. Da bekomme ich das immer nicht hin. Ne? Und ja, ich möchte es schon einigermaßen so spielen, wie es eigentlich angedacht ist. Ne? Die ganze Geschichte. Also ich bin da vielleicht bin ich auch dazu perfektionistisch veranlagt, aber ja, ne? Jeder soll das ja so spielen, wie er Spaß dran hat und ja, ne? Ich könnte es ja dann ganz anders machen, wie ich. So, jetzt nochmal die Herrschaften. Wir könnten ja auch ganz anders vorgehen. Okay. Hier komme ich hier denn hoch? Irgendwo müsste ich doch hochkommen. Dass wir das irgendwie doch ein bisschen unauffälliger gestalten. Hier die ganze Geschichte. Komm ich hier hoch? Nee. Keinen Ankerpunkt vorhanden. Doch irgendwo ein Ankerpunkt sein. Da hoch? Geht das? Hey. Da hoch?
Es muss doch irgendwo was geben, dass man hier irgendwie anderweitig schleichen könnte. Vielleicht da hin? Nee. Was ist hier? Ob sich hier ein Idiot versteckt hat? Ja, jetzt ihr seid die Idioten da unten, ne? Ihr Spackos. Schauen. Da oben. Ah, da vielleicht. Warte, Moment mal. Hier. Bin ich jetzt hier oben? Ja, oder? Bin ich jetzt hier höher? Ah. Nee. Nee, ich glaube, ich bin nicht höher gekommen, oder? Kratz, kratz. Am Kopf kratz. Ach man, ist das scheiße hier. Sorry für das Scheiße. Da oben wollte ich eigentlich hin. Komm ich da hin? Nee, da, da, da. Nee, die wollen was anderes von mir. Da ist er. Probieren wir es einfach. Probieren wir es. Nein, es war nix. Okay. Das war nix. Ich dachte, ich kann ihn noch erwischen, ne? Ich dachte, ich kann ihn noch erwischen und es war nix. Ein Satz mit ganz, ganz vielen X's. Boah. Yep. Ja, also ich bin ja gespannt, wie sich dann dieses Ende ausnehmen wird, hier von diesem DLC zu Dishonored. The Knife of Dunwall. Und was es auch mit dieser Dame auf sich haben wird, die er da so favorisiert, der gute Mann. Naja, jetzt muss ich das nochmal 1000 Mal machen. Jetzt machen wir das anders. Bevor ich euch hier total langweile, mache ich das jetzt hier mal nochmal. Nochmal so. Ja. Weil es kann sein, dass ich mich jetzt hier noch ein bisschen verspiele, ne? Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hier. So. Vielleicht könnte man sich auch hier durch teleportieren und dann hier unauffällig abhauen. Ja, schaut da, ja, geht da. Ich weiß, man muss die erstmal beobachten, die Burschen. Mal schauen. Der schaut da hin. Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot! Der schaut da hin. Also jetzt beobachten wir mal ein bisschen. Der geht da hin. Der geht weg. Da hin. Gehen wir hin. Mal sehen, was da drüben vor sich geht. Na, warte mal. Ah, schaut ja nicht, der wieder her. Vielleicht meine Chance. Vielleicht meine Chance. Ah, nein, nein, das war sie nicht. Das war sie nicht. Ach, Mann. Das gibt's ja nicht. Oh, Mann. Okay. Dachte, ich kann da jetzt so irgendwie rein, aber das war auch nicht das Wahre. Ja, ich möchte da ein bisschen eleganter lösen, als nur ihnen die Betäubungspfeile in den Arsch zu schießen. Und vor allem habe ich dann die Betäubungspfeile auch nicht mehr. Ja. Also es wäre ganz nützlich, wenn man dazwischen sich nochmal aufrüsten könnte, aber ich glaube, das geht nicht so ohne weiteres. Immer nur eben, wenn das Level wieder, also wenn das Level zu Ende ist und man sich wieder dann neu sortieren muss, kann. So. Au, au, nein, das war jetzt, mein Gott, jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich natürlich den falschen Knopf gedrückt. Das war ja ganz toll. Ja, heute ist ein bisschen Scheißtag, ne? Ja, ich weiß. So, jetzt ist es das letzte Mal. Jetzt egal, ich möchte es da irgendwie durch. Das ist jetzt ärgere ich mich schon wieder über mich selber. Ihr möget mir das verzeihen, ne? Habe ich mich auch schon wiederholt.
Ja, also es gibt halt so Tage, wo, also ich habe im Hauptspiel ja, bin ich ja sehr, sehr, an sehr vielen Stellen sehr geschickt und sehr gut durchgekommen. Aber ja, das ist halt immer, ja, es ist immer wieder ein bisschen ein anderes Timing gefragt, ne? So, jetzt machen wir das mal gleich so. So. Dass ich hier ja nicht. Aber dass man hier auch nirgendwo hochkommt, irgendwie, dann könnte man die irgendwie umgehen oder so. Aber vielleicht muss ich hier ja auch gar nicht rein. Also das ist wahrscheinlich nur dieser Durchgang, oder kann ich hier eigentlich anders wieder rein? Jetzt versuche ich mal das ganz anders, ne? Weil ich, vielleicht komme ich ja hier irgendwo hoch. Hier. Er hat da ist. Nee. Das war das. Das hat sich halt angeboten, ne? Hier so rumzugehen. Was gibt's hier noch? Versuchen wir es mal da. Vielleicht ist das auch ein Weg. Ganz ein anderer Weg, ne? Ja, weil manchmal ist man wirklich betriebsblind, das kennt ihr ja vielleicht, ne? Gehen wir mal hier rum. Was ist da? Komm ich da hin? Ja! Okay, dann bin ich hier wieder. Das ist Justizbezirk. Komm ich da rauf? Ja. Und dann hier. Hier hin. Warte, hier vielleicht. Dahin. Das ist noch Kohle. Oh, da steht einer. Was bist du für einer? Moment mal. Habe ich mich verdrückt. Ich wollte eigentlich den Betäubungspolzen. Erwische ich den da von der Entfernung? Sieben habe ich noch, okay. Da sind drei. Jetzt machen wir das mal so. Ich speichere hier nochmal. Ja. Ja, also ihr seht, es gibt mannigfaltige Wege hier. Auch genau wie im Hauptspiel hier durch dieses DLC zu kommen. Ist schon tricky hier. Komme ich hier hin? Was ist denn hier? Rein. Was? Ich könnte ja. Komme ich hier hin? Komme ich hier an dieses Ding? Nee. Wo komme ich hin? Ich komme hier hin. Doch, so. Komme ich rauf? Okay. Und jetzt? Komme ich darüber? Vielleicht. Au, verdammt. Moment. Irgendwas mit Schlüssel aufpassen. Was? So, einmal. Hinweise, was steht da? Missionshinweise. Moment, meine Uhr. Kräfte. Zeit verlangsamen. Blutdurst.
Nee, ich wollte jetzt eigentlich erstmal was anderes. Ziele. Begib dich zum Justizbezirk. Und Missionshinweise? Was war jetzt da? Moment mal, hier. Anscheinend haben die Hutmacher den Schlüssel zum Justizbezirk. Ach so. Ach so, die haben den Schlüssel. Oh, dann muss ich ja da sowieso zu denen. Okay. Jetzt gehe ich mal hier rein. So. Bitte. Komm mal her, junger Mann. Wo tun wir dich denn hin? Hoppa. Da hinten vielleicht rein. Nee, das ist ein bisschen ungünstig. Hier rein. Hier. Komm. Komm. Na komm. Ach. So. Na, da wollte ich dich nicht haben. So, genau, da hinten. Da liegst du gut. Gut. Ja, also. Dann bleiben wir jetzt hier mal stehen, ne? Und dann muss ich diesen Part wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch trotz meiner mehreren Versuche hier durchzukommen und dann nochmal dieses neue Laden. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Ne? Und dann sehen wir uns zum nächsten Part. Ich wünsche euch was. Ciao.